Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Planet Zoo Video, in dem wir uns mal wieder ein paar Mods für das Spiel anschauen. Und die erste Mod, die habe ich hier schon installiert, die könnt ihr schon im Hintergrund hier sehen. Nämlich ist das ein neues Tier, der persische Onaga. Können wir mal hier so ein bisschen rangehen. Und der sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Also das Model ist super, sieht von der Form her super aus, von den Farben her richtig gut. Und ist logischerweise für das Steppenzebra ins Spiel gekommen. Dadurch sind auch alle Animationen und sowas richtig, richtig gut. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren erklären, was genau ein Onaga ist, weil das weiß ich gar nicht. Für mich sieht das eher aus wie so ein Esel, wenn ich ehrlich bin. Sieht so ein bisschen aus wie der Esel von Shrek. Schreibt gerne mal den Unterschied zwischen einem Esel und einem Onaga in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Aber ich muss echt sagen, die Mod sieht wirklich richtig klasse aus. Und ich freue mich allgemein immer über solche Mods. Weil das sind Tiere, die auf jeden Fall in Planet Zoo sehr, sehr stark fehlen. Pferde und Esel und sowas. Und das ist ja an sich auch gar nicht so schwer, glaube ich, ins Spiel zu bringen, weil das Zebra ja sehr identisch ist, ne? Also da könnte man eigentlich nur das Model ändern und dann halt, genau wie diese Mod es tut, zum Beispiel einen Esel ins Spiel bringen. Finde ich sehr schade, dass es sowas noch nicht gibt, aber vielleicht kommt ja mal ein DLC in dieser Art. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wartet mal. Ob es hier einen Zoopedia-Eintrag gibt? Nee, Steppenzebra. Ah, das kann auch daran liegen, dass ich das Spiel gerade noch auf Deutsch eingestellt habe. Ich muss das gleich mal auf Englisch starten. Weil bei dem Pferd war es, glaube ich, auch so, dass bei der englischen Variante alle Bilder und so auch ausgetauscht waren. Das war richtig cool. Könnt ihr mal ganz kurz pausieren, dann kann ich euch nochmal das Ganze von näher zeigen. Also die Auflösung und so von dem Model ist wirklich super. Das Fell sieht gut aus, die Farbe sieht gut aus. Also da kann man echt nicht meckern. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, hier vorne ist irgendeine Textur nicht richtig. Seht ihr das hier? Hier kann man so ein bisschen, ich zoome mal ran, durchs Auge durchschauen. Finde ich aber tatsächlich gar nicht so störend. Weil in der Regel guckt man ja von so einer Distanz, wie ich es jetzt tue, und dann sieht man das eigentlich gar nicht. So, ich installiere mal eben kurz die englische Variante und dann schauen wir mal, ob da auch der Zoopedia-Eintrag und alles geändert wurde. Mit installieren meine ich natürlich das Spiel einfach auf Englisch stellen. Das habe ich jetzt gemacht und dann schauen wir mal, ob jetzt hier auch die Einträge und so geändert wurden. Nee, okay, schade. Das war ja bei der Przewalski-Pferd-Mod war das ja auch der Fall, dass da Bilder und Einträge und so geändert wurden. Finde ich immer mega cool, wenn das so ist, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Also ist trotzdem richtig, richtig cool, dass man hier ein Onaga in das Spiel gebracht hat. Und die Mod sieht auch wirklich richtig klasse aus. Schaut mal, wie schön die aussieht. Also die könnte man wirklich so installiert lassen. Ist fast so, als wenn er original aus dem Spiel ist. Und so sieht das Baby aus von dem Onaga. Finde ich sehr, sehr süß. Sieht so ein bisschen heller aus, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ein bisschen heller ist es. Finde ich aber trotzdem richtig niedlich. Ja, cool. Also ist eine ganz, ganz tolle Mod. Hat auch eine sehr coole Mähne da oben. Voll süß. Guck mal, wie es hoppelt. Mit seinen Stelzenbeinen. Und die ganz langen Wimpern. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Mod. Also kann ich euch nur empfehlen, falls ihr die mal ausprobieren wollt. Die ist natürlich für euch in der Videobeschreibung verlinkt. So wie alle anderen Mods, die ich euch in diesem Video noch zeigen werde. Und ja, das war auf jeden Fall die persische Onaga-Mod. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Mod. Die nächste Mod, die wir uns anschauen werden, ist für eins der neuen Südamerika-DLC-Tiere. Ihr seht schon im Hintergrund, nämlich die Lamas. Für die Lamas ist nämlich eine Mod rausgekommen, wo es dann verschiedene Varianten gibt in verschiedenen Farben. Normalerweise gibt es das ja nur in Weiß, das kennt ihr ja sicherlich alle. Und mit dieser Mod hat man, glaube ich, 6 verschiedene Varianten, die man installieren kann. Leider ist das Ganze nicht zufällig, man muss sich für eine entscheiden. Aber ich habe das Ganze jetzt zum Beispiel mal so gemacht, dass das hier zum Beispiel alle Weibchen sind. Die Weibchen sind dann so braun. Finde ich mega cool. Jetzt habe ich mir auch so ein bisschen gewünscht, dass es Lamas in verschiedenen Farben gibt. Und die Farbkombination sieht auch echt gut aus. So braun und so ein bisschen schwarz mit drin, beziehungsweise dunkelbraun. Und für die Männchen habe ich nochmal eine andere Farbe installiert. Zeige ich euch auch mal eben. Das hier ist die Männchenfarbe. Die finde ich auch mega cool. Ich finde da besonders cool, dass hier beim Auge nochmal so ein schwarzer Fleck ist. Das finde ich auch sehr cool. Also alle Männchen sehen jetzt so aus, alle Weibchen so und man könnte rein theoretisch auch nochmal die Babys in einer anderen Farbe machen. Dann sieht das Ganze noch so ein bisschen mehr gemixt aus. Ist leider sehr schade, dass das nicht so rein zufällig ist, dass jedes Lama so ein bisschen anders aussieht. Das wäre mega, mega cool, wenn das noch gehen würde. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es toll, dass man jetzt die Wahl hat, oder auch die Möglichkeit hat, seine Lamas anders einzufärben. Und die Färbung sieht auch wirklich richtig cool aus. Ich kann euch jetzt nochmal eben die anderen Färbungen zeigen, die man auswählen kann.
So, das hier ist jetzt nochmal eine weiß-schwarze Variante. Die sieht so aus. Finde ich auch ganz cool. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Varianten. Und ja, man muss sich dann halt entscheiden. Man kann halt die Weibchen, wie gesagt, in der Extrafarbe machen, die Männchen in der Extrafarbe und auch die Babys. Also da muss man sich dann so ein bisschen was raussuchen. Ich werde euch gleich auch noch eine Übersicht zeigen. Hier seht ihr schon die andere Variante, die ich jetzt installiert habe, nämlich braun-schwarz. Die finde ich auch ziemlich cool. Können wir auch nochmal anklicken. Und jetzt alle Männchen. Die finde ich richtig cool, die Farbe. Ist auch sehr, sehr nice. Hebt sich auch gut ab von dem Standard-Weiß, das man normalerweise installiert hat. Und zu guter Letzt haben wir hier nochmal die weiß-braune Variante. Die finde ich auch ganz cool. Und im Hintergrund seht ihr schon die letzte Variante. Das ist nämlich weiß-braun-schwarz. Sieht man jetzt ganz schlecht, weil es nicht im Licht ist. Moment, ich guck mal eben. Oh, jetzt geht er, glaube ich, gerade ins Licht. Das passt, glaube ich. Ah, geht so. Aber ich denke mal, ihr könnt es sehen, ne? Ist halt hinten dann so ein bisschen schwarz. So, jetzt passt es. Mache ich mal kurz Pause. So sieht das Ganze aus. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit. Aber ich könnte eigentlich nochmal eben für euch einmal alle Varianten in einem Bild einblenden. Dann könnt ihr nochmal die 6 Varianten auf einmal sehen im Überblick. Finde ich ganz cool, dass man so viel Auswahl hat, jetzt seine Lamas einzufärben und zu gestalten. Und man kann sich halt jetzt aussuchen, welche Farbe man am liebsten bei den Lamas hat. Ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Mod. Noch cooler wäre sie aber, wenn jedes Lama einfach so ein bisschen anders und verschieden aussehen würde und das Ganze einfach zufällig wäre. Das wäre richtig, richtig cool. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin sehr froh, dass es diese Mod gibt. Und natürlich ist diese auch für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und als letzte Mod für heute schauen wir uns nochmal eine richtig coole Mod an, nämlich die Amur-Leoparden-Mod. Der schläft hier gerade schon so süß. Gucken wir uns den doch mal an. Als die Kamera wieder verbuggt. Das kommt irgendwie bei mir mittlerweile immer beim ersten Mal vor, wenn ich das anklicke. Da ist er, der Amur-Leopard. Der lebt wohl normalerweise in Asien, das habe ich vorhin auf Wikipedia gelesen. Und ich muss sagen, der sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Das Fell sieht richtig cool aus, die Farbe sieht richtig cool aus. Die Maserung und die Punkte sind richtig cool aus. Der ist übrigens für den Schneeleoparden ins Spiel gekommen. Finde ich richtig, richtig toll. Sieht richtig nice aus, die Mod. Ich hoffe, er wacht gleich mal auf, damit wir ihn auch in Aktion sehen. Aber ich mag ja Raubkatzen sowieso sehr gerne. Ich würde mich auch noch gerne über den Lux und sowas freuen, wenn der noch ins Spiel kommen würde. Aber einen Leoparden haben wir auch noch nicht. Bis auf den Schneeleoparden natürlich. Den haben wir natürlich im Spiel. Da ist er nochmal in aktiv. Dann können wir ihn nochmal sehen in Aktion. Sieht echt süß aus. Sieht aber relativ ähnlich aus wie der Schneeleopard, glaube ich. Aber die Farbe ist echt mega cool. So richtig knalliges Orange. Finde ich richtig schön. Und ja, die Auflösung und das Fell und so sieht halt auch richtig, richtig cool aus. Leider wurde nicht die... Der Zoopedia-Eintrag und so angepasst und das Bild, aber das macht ja rein gar nichts. Das finde ich immer, ist nur so ein positives Extra, das ist kein Muss oder so. Aber wenn eine Mod das hat, das ist natürlich richtig, richtig cool. Aber schaut ihn euch mal an. Sieht der nicht nice aus? Sieht so cool aus. Ich mag die Fellfarbe richtig gerne. Mega coole Mod. Den Amur-Leoparden habe ich so auch noch gar nicht gehört. Ist wohl einfach eine Unterart von dem Leoparden. Aber eine sehr coole, wie ich finde, wenn er wirklich in echt so aussieht. Ich kann das jetzt gar nicht genau beurteilen, weil ich den nicht kenne. Aber er sieht relativ identisch aus wie der Schneeleopard. Also ich glaube, so viel hat sich da von der Körperform halt nicht geändert. Aber ich finde trotzdem die Farbe richtig, richtig cool. Und sieht auch alles richtig nice aus. Also wenn man mal einen Leoparden haben will, kann ich die Mod auf jeden Fall empfehlen. Ach, wie süß. Wir machen die auch noch Action zusammen. Na, das war ja... Richtig wenig Action. Ach, schade. Ich dachte, die machen mal eine schöne Interaktion für uns. Ja, Leute, natürlich beenden wir gleich die Folge noch mit einem süßen Leopardenbaby. Ne, wie könnte es auch anders sein? Es müsste eigentlich gleich hier die Mama das Baby bekommen. Sollte gleich jeden Moment der Fall sein. Ich spule mir noch ein bisschen vor. Schauen wir mal, dass es gleich passieren wird. Wir sind auf jeden Fall schon im richtigen Monat, wo es denn passieren sollte. Oh, jetzt vielleicht? Ja. War das das Geräusch? Das ist ein Baby, oder? Ja, okay. Da hat sie gerade das Baby bekommen. Oh, wie putzig. Oh, jetzt ruft es nach der Mama. Die Mama ist einfach weggerannt. Och, ist das nicht niedlich, Leute. Also dafür könnt ihr mal ein Like da lassen. Für dieses süße Leopardenbaby.
Oh mein Gott, ist das putzig. Ich hoffe, ich komme da mal ein bisschen näher noch ran mit der Kamera. Na, irgendwie komme ich nicht weiter runter. Egal, macht nichts. Gucken wir mal eben so weiter. Ist auf jeden Fall super süß. Auch ganz tolles Fell. Sieht mega nice aus. So, das war auf jeden Fall die Amur-Leoparden-Mod. Die ist natürlich für euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, so wie alle anderen Mods, wenn ihr die mal ausprobieren wollt. Wie ihr das Ganze installieren könnt, das habe ich für euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich nämlich mein Video zu gemacht für euch. Für die, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt habe ich es. Und bevor ich jetzt hier noch größere Sprachfehler bekomme, beende ich jetzt hier das Video. Ich hoffe, es hat euch viel Freude bereitet. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.